Willkommen zurück zu einer neuen Folge Balan Wonderworld und ja, liebe Leute, hier ist es. Das Tor zur Finsternis. Oder was auch immer das ist. Wir schauen einfach mal und gehen da durch. Nee, der ist mir irgendwie wichtig. Den unsichtbaren... Ich hätte den Kürbis noch genommen. Wo ist Mr. Kürbis? Da. Okay. Keine Ahnung, was mich überhaupt erwartet. Also ich soll irgendwas auswählen und weiß gar nicht, um was es geht. Gut, ich gestehe ein, die Blume war jetzt nicht das Intelligenteste. Du siehst mich nicht. Wo ist er? Da ist er. Zack, zack, zack und zack und... Und bam und bam und bam und... Jawohl, erwischt. Oh, bist jetzt böse? Aber leid. Da bin ich wieder. Servus. Achso, den hätte ich erwischen müssen. Verdammt. Das war jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Was war das denn? Was war das für ein Beschiss? Als ob ich da hätte runterspringen wollen. Ja, nee, ist klar. Ich hätte gerne jetzt wieder ein anderes Kostüm. Das wäre super nice. Holy shit. Oh, da hat's mich erwischt. Okay. Da muss ich anders rangehen. Das kam ein bisschen überraschend.
Jetzt weiß ich aber, was mich erwartet. Ja, natürlich war da die Blume komplett fehl am Platz. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja, der war schon echt nice. Schneeball werfen. Mit Tinte schießen. Mit Wasser werfen. Oder saugen. Der Sauger ist natürlich eine sehr nice Idee. Weil ich ihn ja damit direkt angreifen kann. Den habe ich nur einmal. Den möchte ich auch behalten. Ich brauche irgendwas zum Schießen. Laserstrahlen in drei Richtungen. Chamäleon ist schon mal nicht schlecht. Der Hitzkopf ist auch nicht schlecht, aber es ist halt alles nicht so das, was ich haben möchte. Wir nehmen einmal den Turm. Einmal Schneeball. Und dann brauche ich halt was zum Ausweichen, was Gutes. Gut, ich denke mal, damit wird es funktionieren. Denke ich. Das ist eine Vermutung. Ich weiß es nicht. Aber was gut ist, jetzt können wir das Ganze überspringen, das ganze Trara davor. Erstmal hier hin. So, wir müssen den dreien ausweichen. Eins, zwei, drei. Oh! Es fängt ja gleich schon gut an, ne? Na komm. Das gibt's doch nicht. Ich hab den doch sowas von erwischt. Oh Mann. Und jetzt kommt schon wieder diese große Kugel. Womit die nichts anzufangen weiß. Der Kugel kann ich gar nicht ausweichen. Okay. Now I'm paralyzed. Ich bin gerade irgendwie wie paralysiert. Der hat mich aber komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Aber komplett. Er schießt Laser in drei Richtungen. Das bringt mich auch nicht weiter. Wir nehmen den Wachvogel. Ich möchte nicht mit der Frostfee kämpfen. Könnt ihr knicken? Ich nehme nochmal Mr. Unsichtbar. Und diesmal weiche ich auch besser aus. Es war ja komplett peinlich. Erste Runde lief gut, zweite Runde lief schlecht. Aber aller guten Dinge, liebe Leute, sind drei. So. Egal, komm. Jetzt kommen die anderen. So, Treffer Nummer 1. Ich weiß, jetzt bist du sauer, ne?
Okay. Lass mich in Ruhe. Teilt sich wieder auf? Ja, okay. Yes, erwischt. Ha. Da staunst du, ne, wie ich dich erwischt habe. So. Hui, das war knapp. Was hast du jetzt vor? Ernsthaft? Nur drei Treffer braucht er? Und das war jetzt alles nur mit Springen? Never. Das, meine lieben Leute, das ist ein Endboss. So. Wow. Da muss man echt schon ein bisschen Jumpskill haben. Hallo, hallo. Drehst du die Kamera, drehst du die Kamera, drehst du die Kamera? Was zur Hölle? Supersonic. Ah, wieder das. Treffer Nummer 1. Ja, guckst du blöd, ne? Ja. Ich will ein Feuerwehrmann sein. Jetzt muss ich unsichtbar sein. So. Komm, den erwischst du doch. Oh! Nice. Nächster Treffer. Ah, der Bosskampf hat so ein bisschen was, finde ich, von Immortals Phoenix Rising, oder? Mit jeder Phase kriegst du die Fähigkeiten von einem anderen irgendwo als Unterstützung. Oh, die Frostfee! Hallo, Frostfeechen. Mit welcher kann ich dann schießen? Mit dir, ne? Hallo?
Hallo, ich sehe nichts. Toll, ich konnte die Frostfee gar nicht richtig nutzen. Mann. Farbklecks. Da ist ja ein Farbklecks. Wo kommt der denn her? Schon wieder das? Oh, nee. Was kann ich dagegen machen? Hier mich hinstellen. Achso, diesmal war es keine Explosion. Okay, hi. Hi. Oh. Ja, servus. Darf ich jetzt gegen dich gegengehen? Oh yeah. Voll auf den Schädel. Das gibt Kopfschmerzen, sag ich euch. Das gibt Kopfschmerzen. Hä? Moment, was war da passiert? Da. Ich habe nur gerade die Show genossen. Hui, Aoi, Jusai, Tuaba, Gunihashiru, Lui, Lutsedo, Furesawi, Stilo, Tuaba, Sunan.
Angsti, emit tias abugu. Wo ist der Untertitel? Ich habe nichts verstanden. Also hatte jeder so ein Abenteuer wie ich. Nur ich habe dann halt die ganzen Abenteuer nochmal so parallel erlebt, oder wie? Weil Belen anscheinend allen geholfen hat. Und mir. Und ihr. Oder süß. Was ist mit ihr? Okay. Also. Das Spiel hat am Anfang, gerade mit der Demo-Version, wir reden jetzt hier von Belen Wonderworld, wirklich nicht gerade, ich sag jetzt mal, hoch angesetzt, was die Spielqualität angeht. Es war eine Demo, die wirklich eigentlich katastrophal war. Wenn ich jetzt aber durch das Spiel mal gesamt durchgehe, hat es einen schönen Storyfaden, die jetzt nicht miteinander verwoben sind, in der Form, dass es eine fortlaufende Story ist, aber trotz alledem schöne Geschichten dahinter, die dann zum Schluss zu einer ganzen Geschichte geformt werden. Und man merkt hier wirklich die Liebe im Spiel, die hier die Entwickler reingesteckt haben. Das merkt man einfach. Sie haben sich Gedanken gemacht, wie setzen sie was um. Gut, jetzt einen Staubsauger und einen Hydrant zu nehmen, ist ja jetzt mal dahingestellt, ob das jetzt sinnvoll war. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, wirklich ist es ein sehr, sehr wundervolles, schönes Spiel, liebevoll gemacht. Es wird zum Schluss dann auch echt kniffliger, man muss ein bisschen mehr nachdenken. Man muss zwischen den Welten hin und her reisen und auch der Endboss hatte es dann doch ganz schön in sich, selbst wenn ich ihn dann beim dritten Versuch, weil aller guten Dinge sind ja Nummer 3, ne, hinbekommen habe. Und ja, ich werde mir jetzt überlegen, ob ich auf die 100% gehe oder nicht, wie ich das mache, weil größtenteils sind die 100% natürlich diese Balgereien, die ich dann halt doch ein bisschen zu viel fand. Eine pro Level, okay,
aber dann 3 pro Level, weil da war dann so der Punkt, wo ich mir dachte, hatten sie keine Ideen mehr, was zu verstecken, oder war das wegen dem Verstecken einfach nur Verstecken und das war's dann? Sind denn da die Ideen ausgegangen, was könnte man noch machen? Weil die Bällenbalgerei, so schön und geiler Soundtrack das auch ist, und das muss ich auch nochmal ganz kurz erwähnen, der Soundtrack von Balan Wonderworld ist einfach mega. So schön der Soundtrack aber auch ist an der Bällenbalgerei, ja, ist es dann doch immer wieder frustrierend, dann festzustellen, verdammt, ich habe 4 fantastisch und einer ist nur gut, super, whatever. Ja, das ist dann so ein Frustfaktor, der sich da immer wieder reinschleicht und der dann ein bisschen den Spaß nimmt, diese Bällenbalgerei zu machen. Ich denke mal, sie hätten einen machen können pro Level, das wäre, ich denke mal, vollkommen in Ordnung gewesen. Da meinetwegen dann auch die Schwierigkeiten ein bisschen hoch machen oder so wie beim ersten lassen, aber dann halt mehrere Sachen vielleicht mit Knöpfen variieren und nicht nur einen Knopf, ne? Und das ist auch der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, denn während man in der Demo nur das Gefühl hatte, man kann nur eine Bewegung machen und das war's dann und man muss immer ein Kostüm auswählen, ist genau das aber auch der Kernpunkt von dem Spiel gewesen. Ja, richtig, der eine, der kann nicht springen, der kann nur schlagen, der andere, der kann nur, keine Ahnung, ich weiß nicht, sich in einen Stein verwandeln, oder der andere ist dann halt unsichtbar, kann aber springen, und genau das ist das Prinzip hier hinter. Ihr müsst wirklich mit diesem Kostüm arbeiten, und wie sie das umgesetzt haben, ist interessant, weil die Kostüme ermöglichen euch auch, auf die verschiedensten Arten und Weisen das Spiel zu schaffen. Ja, ihr habt es ja gesehen mit der Frostfee, man kommt fast überall hin, wenn man weiß, wo man hin kann. Sie haben keine großen unsichtbaren Wände eingebaut, alles ist, wow. Ups, jetzt weiß ich, warum es grau wurde. Alles ist soweit offen und verfügbar. Klar gibt es da bestimmt die eine oder andere unsichtbare Wand, aber die muss man halt auch erstmal erreichen. Ja, und ich für meinen Teil muss sagen, für mich ist das Spiel jetzt vielleicht kein Meisterwerk. Ja, aber für mich ist es ein gutes Spiel und ich kann auch sagen, diese 50 Euro, die ich dafür investiert habe, und das ist egal, ob es die Switch-Version ist, ob es die PlayStation-Version ist oder die Xbox-Version, ja, je nachdem, was man für eine Konsole hat. Ich hatte jetzt halt den Luxus, dass ich halt eine Xbox Series X habe und das darauf spielen konnte, aber ihr habt hier wirklich ein Spiel, was ihr auch mit Freunden, mit eurer Partnerin, mit eurem Partner, mit eurer Schwester, eurem Bruder, eurer Frau, eurem Mann, euren Kindern, was ihr gemeinsam spielen könnt. Denn es gibt ja hier auch einen Multiplayer-Part und der gibt mir mal viel mehr Möglichkeiten, weil dann 2 Spieler in einer dieser Welten sind. Und ihr dann 2 Verwandlungsmöglichkeiten habt jeweils. Und ihr könnt diese Verwandlungen auch kombinieren. Und genau das ist auch wieder das, was Balan Wonderworld ausmacht. Und darum, liebe Leute, wenn euch das Let's Play halbwegs gefallen hat, ja, und ihr wollt aber die 100% haben, dann sage ich euch ganz ehrlich, kauft euch das Spiel. Und das nicht nur für 10 Euro. Zeigt den Entwicklern, dass sie davon ruhig einen zweiten Teil machen können oder aber halt einen kostenlosen DLC oder. Ja, aber dass die Entwickler sehen, passt auf, das ist ein gutes Spiel. Denn aktuell sieht es so aus, als ob es leider ein Flop wäre. Und das kann ich nicht verstehen. Weil die Leute sind anscheinend geschockt aufgrund der Demo. Und da sage ich nochmal an die ganzen Entwickler, wenn sie das irgendwann nicht mehr hier mal sehen, wenn ihr eine Demo rausbringt, dann bringt eine Demo raus, mit der ihr zeigen wollt, pass auf, bam, das ist der Kernpunkt. Das wollen wir euch präsentieren, das erwartet euch und nicht, ja, so ist der Anfang. Gut. Jede Sekunde war ein Abenteuer. Und ja, auch das trifft zu. Also hier werden auch schöne Messages vermittelt, um es mal so auszudrücken. Und ich finde diesen Screen ein bisschen beängstigend. Du hast einen geheimen dritten Akt freigeschaltet. Wait, what? Du hast einen geheimen dritten Akt freigeschaltet? What? No way, no, no way, no way! Oh. Tja. Liebe Leute, es gibt noch einen geheimen dritten Akt.
Das heißt, dann würde ich mal sagen, erwarten euch nochmal so. 6 bis 12 Folgen. Ne? So, um den Dreh, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, wie groß die Akte sind. Dann bedanke ich mich also ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschö, tschö.